Strastvujtje. Sie merken ja schon, für wer die Leonor seit neuestem schwärmt. Eine gewisse Bewunderung für den Wladimir Putin will ich ganz und gar nicht abstreiten. Für mich ist er ja der Roger Köppel von der Weltpolitik. Mit dem Oberkörper kann unser Eis natürlich nicht mehr mithalten. Allerdings, das wäre ja mal ganz ein anderer Anblick, wenn solche Zäufter mal würden um den Bögen herumreiten. Aber mir imponiert der Mann vor allem aus politischen Gründen. Also ein Freisinnigen ist er ja nicht. Schön wär's. Stell dir mal vor, der Wladimir Putin als FDP-Chef und nicht der Philipp Müller. So einen schneidigen Ex-Geheimdienstler und nicht einen Aargauer Gipser. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Vom lupenreinen Demokrat kann man beim Putin nicht reden. Auch wenn ich anerkennen muss, dass er eine gewisse Ordnung in sein Land gebracht hat. Ja. Jedenfalls ist es auf dieser Krim jetzt wieder ruhig, seit die Russen dort sind, im Gegensatz zu Kiew, wo ja der Böbel auf dem Maidanplatz in so Favela-Hütten reinhauset und Krawall macht. So einfach ist es natürlich nicht, weil die Ukraine... Herr Mann, kann ich jetzt vielleicht auch einmal ausreden, bitte? Also, bei was bin ich gerade? Beim Krawall machen. Der Putin mag ja früher ein Sowjetkommunist gewesen sein. Aber heute ist er ein Verteidiger vom Privateigentum, ein Beschützer der Oligarchen. Und wir sind ja eigentlich auch einfach Zürcher Oligarchen. Nein, Eleonor, wir sind eine vermögende Familie seit Generationen. Oligarchen, das sind neue Reiche, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR schnell sehr reich geworden sind. Ein Oligarch ist vielleicht der Christoph Blocher, ja, der aber vor dem Zusammenbruch von seiner Pharma-Vision noch schnell sehr reich geworden ist. Sag ich doch. Und jetzt hoffen wir, dass der Putin in der Ostukraine noch ein bisschen Panzer und Kampfjets einsetzt, damit unser Stimmvolk ein bisschen Angst bekommt. Dann bringen wir auch unseren Grippen noch durch. Richtig. In dem Sinn ist er durchaus ein Verbündeter. Ja. Darum, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage, trinken wir auf die Völkerfreundschaft mit Russland ein Gläschen Krimsekt. Nastarovje, ihr Mindestlohnzwängler, die Heim.